Hallo! Hi! Heute ist der Tag, an dem wir uns leider von unserer Tanne verabschieden müssen. Wir haben uns allerdings auch fachkundige Hilfe geholt, also der sagt uns, was wir genau tun sollen, aber also unter unseren Vorstellungen. Ich mache es aber vor der Kamera, weil er möchte nicht gefilmt werden. genau, leider müssen wir uns von der Tanne verabschieden, weil sie zu groß geworden ist und es auch nicht erlaubt ist, im Schrebergarten so großes Nadelgehölz zu haben. Und deswegen werden wir uns jetzt leider nach und nach dran machen, die zu kürzen. Und das Schöne ist, das Grün, das Tannengrün kommt noch unserem Blumenladen unseres Vertrauens zugute als und uns. Und uns natürlich auch, unseren Balkon. Alles klar, dann schaut mal zu. So, jawohl, keine 10 Minuten später. So, jetzt oben ist runter. Jawohl. So, jetzt seht ihr, da wo die Tanne stand, ist jetzt nur noch ein Haufen Grün. Das ist Lebensbaum. Wir haben nämlich da oben auch noch zwei Lebensbäume gekürzt. Und das holt sich jetzt unsere Blumenfee ab. Es ist wunderschöne Färbung hier im Herbst. Ich muss euch mal mitnehmen durch den Garten. Die Flamingos stehen noch wie eine Eins. Und ich laufe jetzt mal schneller an unsere Hochzeitsecke. Denn auch im... Schaut euch das an. Auch mit dem Wein, dem alten Kännchen nur draußen, ist es immer noch unser Gartenglück. Bis zum nächsten Mal.